Freunde, recht herzlich willkommen zu einem Infovideo. Ich darf euch den Termin der FarmCon 2024 bekannt geben, inklusive einiger Informationen, was euch dort entsprechend erwartet. Ihr seht es schon, bei Fendt in Markt Oberdorf wird nächstes Jahr die FarmCon stattfinden, am 6. und am 7. Juli 2024. An beiden Tagen. Und ja, euch erwarten dort viele informative Präsentationen inklusive Fragerunden mit Giants, Präsentationen über die Weiterentwicklung des Spiels, Neuigkeiten über die entsprechenden kommenden Projekte. Ich schätze mal sehr, sehr ähnlich wie zur letzten FarmCon. Da habe ich ja auch ein kleines Video gemacht und euch mitgenommen, was da alles entsprechend so vorgestellt wurde. Zusätzlich gibt es auch Aktivitäten für jeden von euch, zum einen von Giants und zum anderen auch von Fendt. Da gibt es sicherlich auch die Möglichkeit, den ein oder anderen Fendt eventuell zu fahren. Ja, der genaue Zeitplan, das genaue Programm und so weiter steht noch nicht 100% fest, also ist noch nicht soweit, dass es bekannt gegeben werden kann. Dazu gibt es dann zu einem späteren Zeitpunkt, wahrscheinlich erst nächstes Jahr, entsprechend ein extra Video. Ganz wichtig ist, wenn ihr dorthin kommen möchtet, ihr braucht ein Ticket. Das Ticket, ich kann nicht sagen, wie viel das es kostet. Im letzten oder dieses Jahr bei Deutz hat es 15 Euro gekostet, glaube ich. Und das Ticket könnt ihr ab sofort buchen. Das seht ihr dann auch jetzt schon direkt, wie viel das es kostet. Das gilt für beide Tage. Und ja, was erwartet euch noch? Ich werde vor Ort sein bei der FarmCon 2024. Also, falls ihr sagt, hey, ich möchte dich gerne mal in Real Life sehen oder ähnliches. Wir können uns dann quasi dort im Fanforum am 6. und 7. Juli treffen. Die näheren Details, wann und wo, dass ihr mich da genau treffen könnt, werde ich dann entsprechend bekannt geben. Bis dahin ist ja noch ein Weilchen Zeit. Aber ich denke, ich werde mir auf alle Fälle ein bisschen Zeit nehmen, dass ich sage, hey, ich bin jetzt mal ein, zwei Stunden an dem Ort und ihr könnt mich an der Stelle dann treffen, beziehungsweise mich auch ansonsten so anquatschen, wobei die wenigsten von euch wissen ja, wie ich aussehe, von dem her wird es ein bisschen schwierig mit einfach so anquatschen, aber ja, genau. Wer sich das Ticket holt, der wird auch wieder ein Goodie-Bag bekommen, wo dann ja so diverse Fanartikel drin sind, Infoblättchen, bisschen Werbung für dies, das, Ananas. Genau. Wenn ihr an den Tagen in das Fanforum rein möchtet, dann kommt ihr da nur mit Ticket rein, ansonsten gar nicht. Also das Fanforum ist in den zwei Tagen komplett für Giants reserviert. Vielleicht gibt es auch eine Werksführung. Dazu habe ich jetzt keine Informationen, aber ich weiß, das gab es zumindest die letzten zwei Male bei John Deere und entsprechend bei Deutz. Kinder unter 14 Jahre brauchen kein Ticket. Hunde dürfte tatsächlich auf dem Eventgelände mitnehmen. Und ja, alle Informationen, die auf diesem Event bekannt gegeben werden, Leaks, Informationen zu kommenden DLCs, zu kommenden Spielen, wie auch immer, keine Ahnung, was Giants alles bekannt geben wird, diese Informationen sind nicht irgendwie geheim. Das heißt, wer sich ein Ticket kauft und vor Ort kommt, der hat da nicht exklusiv Informationen. Zum einen werde ich Videos drüber machen, was es da an neuen Informationen gibt, und zum anderen wird Giants die Informationen im Anschluss gratis für alle rausgeben. Also ganz wichtig, ist keine Pflichtveranstaltung oder so, aber wenn ihr sagt, hey, ich habe Bock, ganz viele andere LS-Spieler zu treffen, mich zu treffen, Giants zu treffen, mal anzuschauen, wie das bei Fendt dort ausschaut, dann ist das, denke ich, doch das richtige Event für euch. Ja,
Das war's soweit auch schon mit allen Informationen, die zum aktuellen Zeitpunkt bekannt sind und bekannt gegeben werden dürfen. Wie gesagt, Link in der Videobeschreibung, da kommt er zur Ticketbuchung. Und dann würde ich sagen, ich freue mich, würde mich freuen, wenn wir uns da nächstes Jahr sehen. Und bis dahin wünsche ich euch erstmal alles Gute. Wir hören uns. Macht's gut. Euer Iltis. Ciao, ciao.